Hi, das ist das CN32 von Kawai. Ein kostengünstiges, kompaktes Digitalpiano ohne jegliche Abstriche in Qualität des Klangs und der Qualität der Tastatur. Bei der Tastatur handelt es sich um die AH4 Hammermechanik. Dabei bezieht sich Kawai auf die 80-jährige Berufserfahrung im Bau von Klavieren und Flügeln und ermöglicht auch anspruchsvollen Pianisten ein sehr dynamisches und ausdrucksvolles Klavierspiel. Was mich an dem Digitalpiano sehr begeistert, ist die unterschiedliche Gewichtung der Tastatur. Insgesamt verfügt das CN32 über vier verschiedene Gewichtszonen. Das heißt, im unteren Bereich habe ich eine etwas schwere Tastatur, im oberen Diskantbereich eine etwas leichtere Tastatur, so wie es auch bei den akustischen Originalen wiederzufinden ist. Bei der Tonerzeugung vom CN32 verwendet Kawai die Harmonic Imaging Technologie. Das bedeutet, dass nicht einfach nur ein Ton aufgezeichnet wird, sondern ein komplettes Abbild eines akustischen Instruments gemacht wird. Selbst der ganze Umfang ist darin vorhanden. Die Seitenresonanz, die Dämpfereffekte. Ich kann das kurz vorführen. Bei getretenem Pedal schwingen selbst alle Saiten mit. Das CN32 hat nicht nur Klaviersounds, sondern auch 36 andere tolle, fantastische Sounds. Zum Beispiel wäre da mein Lieblingsinstrument, das E-Piano. Oder des Weiteren Streicher, ganz hervorragend. Das Ganze lässt sich natürlich auch kombinieren, indem ich die zwei Layer übereinander lege. Das drücke ich ganz einfach Klavier und Streicher zusammen und schon habe ich beide Instrumente zur gleichen Zeit. Das ist sicher alles, denn das CN32 besitzt auch die Split-Funktion. Das heißt, ich drücke Split und habe zugleich Bass und Klavier. Im Klavierunterricht gibt es oft die Situation, dass der Schüler dem Lehrer etwas zeigen möchte. Dann ist es so, entweder muss der Schüler aufstehen oder der Klavierlehrer lehnt sich halb übers Klavier und mach mal Platz da, ich muss da mal ran. Das nicht bei dem CN32. Hier gibt es den Forehand-Mode, also den Vierhand-Modus. Dieser Modus splittet die Tastatur in zwei gleiche Teile und weist gleichzeitig zwei Sustenpedale der Tastatur zu. Das heißt, das rechte Sustenpedal ist für die rechte Seite. Und das linke Sustenpedal ist für die linke Seite der Tastatur.
Das CN 32 hat eine Verarbeitungsqualität, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Ganz besonders gefällt mir das schlichte Design und die klaviertypischen abgerundeten Füße. Dieses Piano gibt es in 4 verschiedenen Gehäusefarben, womit es sich problemlos jedem Einrichtungsstil anpasst. Abschließend möchte ich sagen, dass das CN32 ein wirklich gelungenes Digitalpiano ist in einer erschwinglichen Preisklasse ohne Abstriche in der Qualität. Ich darf jetzt auch was spielen und Ihr Kawaii-Händler freut sich auf Ihren Besuch.